geht's denn, hä? Oh, dieses Gedudle. Das kann ich ja gar nicht haben. Emma, Pauline! Was ist denn, Papa? Was schreist du denn so? Hör mal die Musik weg, das hält ja kein Mensch nicht aus. Geh, aber Papa, die ist doch modern. Nix da, tu was anderes her. Ich kann jetzt nicht, Papa, ich hab zum Tor. Ja, was tust denn du so Wichtiges, hä? Liebesromane lesen. Nein, Papa, diesmal nicht. Nicht? Ah, machst du Heimarbeit? Respekt, Respekt. Nein, Papa, auch nicht. Ja, was denn dann? Wow, da ist vielleicht kalt drin, hä? Uff. Das ist eine Musik, hä? Also, was machst du denn dann? Ja, die Mama hat gesagt, ich soll die Weihnachtskisten durchschauen. Ja, was noch brauchbar ist. Wieso das? Ja, weil doch heute der erste Advent ist, Papa. Was, heute schon? Ja, Papa. Heute ist der 2. Dezember 1945. Also somit der erste Advent. Na ja, hast ja recht, ja. Ja, Papa. Jetzt ist endlich wieder Weihnachten. Ja, Pauline. Endlich wieder Weihnachten, ja. Papa, wir werden bestimmt bald was hören von ihm. Ja. Bestimmt, Pauline, ja. Wirst sehen, Papa, in ein paar Tagen, da wird er ganz frech da reinmarschieren, als ob nichts gewesen war. Und am Heiligen Abend, da wird er noch vor der Bescherung all meine Platzl zusammengegessen haben. Und du die seinigen, gell? Ja, ich hab mir nur das zurückgeholt, was er mir gestohlen hat, der Martin. Ja, du und dein Bruder. Nicht einmal am Heiligen Abend könnt's ja friedlich sein. Ach ja. Schau mal, Papa, schau mal, was ich gefunden hab. Hm? Ja, unsere Weihnachtskisten. Was gibt's denn noch? Ich hab mir gedacht, die war mit dem anderen Sach verbrennt. Nein, offensichtlich nicht. Ja, aber die Kugeln, die sind kaputt gegangen und die Kerzen sind geschmolzen. Ja, wenn's weiter nichts ist, gell? Und wie schaut's Krippel aus? Also, soweit ich sieg, ganz gut. Na, sehr gut. Ja, eben nicht. Warum nicht? Ja, weil wir doch jetzt eben keine Kugeln nicht haben, Papa. Und die waren doch so schön, die roten und die silbernen. Ja, noch ist nicht Heiliger Abend. Wenn wir keine haben, dann machen wir uns halt welche. Machen? Wir denn? Ja, schau. Im ersten Krieg an der Front, da haben wir auch nichts gehabt und haben wir irgendwie improvisieren müssen. Aha. Alles haben wir irgendwie umfunktioniert. Kugeln zum Beispiel haben wir aus Papier gemacht. Ein Staniolpapier drumherum und fertig. Raffiniert? Ja, das sagst du auch. Wir haben zwar nichts gehabt, aber einen schönen Baum haben wir immer noch hingekriegt. Da haben ja wir noch direkt viel dagegen. Schau mal, Strohstern. Na, wunderbar. Und ein Spitz. Na, der ist auch noch ganz. Ja. Und Lametta. Oh. Das gehört aber noch aufbügelt. Ja. Also, so können wir das nicht hinhängen. Nein, so können wir das wirklich nicht hinhängen. Ich bin wieder da. Ah, die Mama auch schon da. Na, die meine ich, wird sie wieder sauber verratscht haben, hä? Papa! Ja. Ich bin froh, dass ich endlich da bin. Was ist eine Plagerei? Grüß euch. Grüß dich, Mama. Und? Hast du gute Geschäfte gemacht? Geschäfte? Ich war doch beim Habsten. Nein. Du machst Geschäfte. So? Du verzeihst die Bauern irgendwelche Fantasiegeschichten. Bloß kriegst du dafür kein Geld, sondern Lebensmittel. Ja, so kann man es natürlich auch sehen, gell? Ja. Und, Mama, wie ist es gegangen? Gut, wo warst du denn überhaupt? In Ismaning draußen, bei den Krautbauern. Au weh. Was für Märchen hast du denen verzeiht, Frau Baronin von Münchhausen?
Man möchte ja nicht glauben, wie gutgläubig die Leute sind. Ich habe ihnen heute verzeiht, dass mein Onkel Sebastian in die Agrarverwaltung bei den Amis berufen worden ist. Als Berater für die Amis sozusagen. Ja, und dass er jetzt wahrscheinlich Hauptoberkommander für das Gebiet München-Nord wird. Der Wasti! Hauptober was? Kommander! Hauptoberkommander! Onkel Sebastian in der Agrarabteilung! Der hat doch überhaupt keine Ahnung von Landwirtschaft. Der hat ja nicht einmal einen Schrebergarten. Aber vom Kraut versteht er ja, was, ja. Und wenn's auch bloß vom Tabakkraut ist. Sag er, dass du eine Märchentante bist, gell? Wie man da sowas glauben kann, der Sebastian in der Agrarabteilung. Ja. Nein. Ja, was hast du denn gekriegt, Mama? Oh, schau mal her. Einen Krautkopf. Gelbe Ruhr. Eine Handvoll Kartoffeln. Wunderbar. Und ein Glasel mit Schmalz. Oh. Oh, Respekt, Mama. Man, das können wir ja ganz gut brauchen. Ja. Die, wenn wir heute halt nicht hätten. Ja, mei. Was kann ich dafür, dass ich immer noch nicht arbeiten darf? Geh, wieso? Du arbeitest doch. Du machst doch gerade die Bank für den Bamminger, Toni. Schon, aber legal noch nicht. Alle haben schon längst einen Entnazifizierungsbescheid gekriegt, bloß ich noch nicht. Ich hab dir ja gleich gesagt, du hättest die Stühle für den Obersalzberg nicht machen sollen. Geht, das weiß doch heute keiner mehr. Außerdem steht auf keinem Stuhl Möbel- und Stuhlbauer Hartmanns wieder drauf. Also so gescheit war ich schon. Ja, aber irgendwas muss doch sein, warum akkurat du jetzt noch keinen Schein hast. Ja, ich geh mal gleich aufs Rathaus und frag einmal nach. Ja, das magst, gell? So, und jetzt sag mal, was du mit heimgebracht hast, du Musterhändler. Also, jetzt pass auf. Mitgenommen zum Eintauschen habe ich ja den großen Schaukelstuhl, den der Goldmann bei mir in Auftrag gegeben hat, den er aber nicht mitgenommen hat, wie er nach Amerika ist. Das drum ist gut, weiter. Ja. Das ist uns in der Werkstatt sowieso bloß im Weg umgegangen. Genau. Es hat am Schwarzmarkt nicht lang gedauert und ich habe ihn eingetauscht gegen... Gegen was? Zwei Flaschen Schnaps. Das habe ich mir gleich gedacht, dass du Hochprozentigem nicht widerstehen kannst. Mhm. Naja. Besser wie nix. Kriegen wir bestimmt was zum Essen dafür. Ja. Tu es mir gleich her. Ja, den hab ich nicht mehr. Wieso? Naja, weil ich unterwegs einen Jagdschub getroffen hab und der hat einen Franzbranntwein gehabt und dagegen hab ich's eintauscht. Ein Franzbranntwein? Ja, ist gesund zum Einreiben, gell? Ja, schon, natürlich, aber dann gib halt den gleich mal her. Den hab ich aber auch nicht mehr, weil den hab ich eingetauscht gegen ganz etwas Wertvolles. Was Wertvolles? Ja, eine echte Antiquität. So. Und was war das nachher? Du. Ein Bochampel. Geh, da schaut's. Da bist denn du verrückt? Tauscht dir den schönen Stuhl gegen ein Bochampel? Ein einfaches Bochampel. Das ist kein einfaches Bochampel. Das ist ein königlicher Nachttopf. So. Ja, hat man die Weiherwelle verloren. Da hat der König Ludwig reinbieselt. Okay. Der hat doch bloß in goldenen Nachttöpfen reinbieselt. Ich mein doch nicht den Märchenkönig. Nein, den letzten Ludwig, den Millikönig. Das war ein einfacher Mensch. Und der hat diesen Nachttopf da benutzt. Und das hat dir die Weiherwelle verzeiht. Genau. Ist ja bloß gut, dass du keine Märchen nicht glaubst. Ein Bochampel. Na ja, vielleicht ist ja was Wahres dran. Also, geh, Pauline. Also, jedenfalls ist er sehr brauchbar. Ja, das sag ich doch auch. Ja, sag einmal, spinnt's denn ihr? Ich weiß nicht, wo ich was zum Essen herbringen soll. Und du kommst mir mit so einem Blödsinn daher. Emma. Nix, Emma. Da kann man nicht runterbeißen davon. Da kann man nur neibieseln. Aber das dafür königlich. Das siehst du, Weibi. Jetzt bist du auch davon überzeugt. Ja, ich bin davon überzeugt, dass du der schlechteste Geschäftsmann bist, den ich kenne. Wenn ich nicht unsere Buchführung machen darf, gell, mein Lieber, dann waren wir schon längst oben geschwungen. Geh, komm. So arg ist es auch wieder nicht. Ach, dass ich nicht lach. Wenn ich nicht unsere Bücher optimiert hätte, gell? Dann hätte uns das Finanzamt eine Steuerschätzung hinlassen, dass uns der presselt hätte. Was hat die Mama? Die Bücher optimiert? Auch drum war sie so froh,
wie das Journal beim letzten Bombenangriff mit verbrennt ist, gell? Raffiniert, raffiniert! Ja. Also? Sehr schön. Soweit ich sehe, sind unsere Krippelfiguren alle komplett. Ja. Nur der Esel, der fällt. Ist der nicht da? Nein. Tatsächlich, hä? Abi? So was, ja? Abi! Ich habe die Werkstatt abgeschlossen. Ne? Gut, Hansel, dann kannst du für eine Feier machen, gell? Ist denn schon so spät? Mein Jesus, ich muss mich noch zusammenrichten. Ah, wo du wollen hin, ne? Du haben eine Rendezvous, Pauline. Oui, oui. Was ist denn possible? Ich heirate dich doch. Oh, Hansel, Hansel. Da meine ich, werde der Schnobi, mein, der Löpik sauber bleiben. Das glaube ich auch. Aber, wie sagt man, die Hoffnung stirbte zuletzt. Ah, hast du recht, jawohl. Und der ist wirklich nicht da, hä? Sag mal. Madame Hartmann Seder, hier ist die Abfall von heute. Ach, wunderbar, danke schön. Hm? Jetzt kann ich endlich wieder kochen, gell? Ja, Krautsuppen. Ja, weil von deinem Pochamperl kann man ja nicht runterbeißen, gell? Pochamperl? Nein, nein, sie ist mir bloß neidig, weil ich heute das bessere Geschäft gemacht habe. Ja, ja. Ich kann es dir höchstens drin servieren. In deinem königlichen Nachttopf. Königlicher Nachttopf? Ja, das erzählt er später, gell? Oh, was hast du denn da? Das ist für Sie, Papi. Okay, das braucht's doch nicht. Doch, Papi. Merci, Hansel. Oh, ein Riesling. Oh, ganz fein, hä? Wo hast denn den organisiert? No. Ich habe nicht organisiert, ich habe requiriert. Ach so. Ja, naturellement. Aha. Ich bin doch jetzt Siegermacht. Und schließlich ist heute erster Advent. Voilà. Oh, mein Hansel. Du, meine, hast das Faustdick hinter die Ohren, ne? No. Aber für meine Papi, ich mache alles. Okay, Hansel. Doch, Papi. Ich habe nicht vergessen, dass Sie als Luftschutzwarte mich haben gelassen herein in die Vorzimmer zu die Luftschutzkeller. Obwohl, das war verboten, ne? Ich hätte ja schlecht draußen lassen können. Stell dir mal vor, wenn dir was passiert war. Unsere ganze Produktion war doch zusammengebrochen. Das wäre gewesen möglich. No, Papi. Ich werde nie vergessen, dass Sie oft genug mir haben gerettet die Leben. Geh, okay, Hansel. Alois, gibst du mir bitte, ich brauch dich kurz. Oh, meine Frau Gemahlin braucht mich. Naturellement, ich eile. Ich komme, mein Erzblatt. Mach dir keine Hoffnungen. Ich brauch dich nur zum Krautschneiden. Krautschneiden, wie romantisch. Oh, Papi, immer mit Humor. Ach, schon? Du bist ja noch da. Oui. Wohin gehst du heute noch? Es ist schon fast dunkel. Ne? Kirchenchorprobe. Ah, du hast aber oft Kirchenchorprobe. Weihnachtskonzert. Ah, oui. Und du machst dich schön für Christkinder. Ne? Aber der Weg ist weit und gefährlich. Hallo? Ist besser, wenn ich dich gebe. Geleitschutz. Schließlich bin ich Siegermacht. Das darf dir so passen, auch gell? Ja, dann sag mal du, Siegermacht. Weißt du schon, ob du Weihnachten noch bei uns da bist? Weißt du, Cherie, in die 6 Jahre, die ich jetzt bin bei euch, ihr seid zu mir geworden wie Familie, ha? Also bist du da. Aber bis Weihnachten auf alle Fälle schon, wenn das ist für euch okay. Ja, klar. Die Mama, die hat sie doch eh angeboten. Ah, très bien. Du und deine Familie? Oh, ich habe nur noch eine Schwester und die lebt in der Gascogne. Ach so. Oh, aber schick bist du. Oh la la. Danke. Oh, ich mache ihn auf. Du kannst dich ruhig noch ein bisschen schöner machen. Ne? Für mich. Hiya, ist hier. Oh, hi. Un moment, s'il vous plaît. Piet, Piet, du musst dich schnell verstecken. Aber was ist los? Frage nicht in die Küche und warte, bis Luft ist rein. Hä? Ruhe, ab mit dich. Jetzt aber schon, also was? Papi. Papi, bitte kommen Sie heraus. Wir haben Besuch. Was ist denn los? Wir haben eine große Probleme.
Ein Amerikaner an der Wohnungstüre. Um Gottes Willen. Sagt mal, was ist denn? Versteck dich mal. Komm. Nein, dir. Was denn, Reden? Bitte, kommen Sie herein. Hallo. I'm Benjamin Franklin, Captain of the US Army. Obergefreiter Hauptmannsjäger, Königlich Bayerisches 4. Infanterieregiment, König Wilhelm von Württemberg. Grüß Gott, Herr... Franklin, but sagen Sie ruhig Ben to me. Grüß Gott, Herr Ben. Was wollen Sie von uns? Ich komme wegen Tony. Wegen wem? Wegen Tony. Um Gottes Willen, der kommt wegen der Bank von Banninger, Toni. Maria und Josef. Sagt mal, was ist das? No. Pardon? Was? Hä? Okay, I come wegen Tony. Wir kennen keinen Toni, gell, Alois? Nein, und von meinen Kunden heißt er keiner Toni Banninger. Gell, Emma? Alois. Und das kann ich beschwören, ne? Also jetzt möchte ich auch... So, schon mal, also. Das war nur die Katze. But man hat mir gegeben diese Adresse. Familie Hartmanns Air, Second Floor. Das sind doch Sie, oder? Kusch, du blödes Katzentiere! What is mit dieser Tour? Oh, nichts, gar nichts. Away from the door, now! Aber die Katze... Immediately, sofort! Ja, schon gut. So, also jetzt möchte ich aber... Tony? Ben, aber was machst du da? Kennst du den? Ja, na, also... Ja, was jetzt? Ja, warum versteckst du dich, Tony? Tony? Wer ist denn der Tony? Kennst du den da? Wer ist der Tony? She's Tony. Tony? Yes. Gibt's da vielleicht irgendwas, was wir wissen sollten? Tony? Mama, Papa, ihr hättet es ja sowieso bald rausgefunden. Aber Herr Hauptmann, seht ihr? Habt ihr Besuch? Und noch dazu ein Ami. Die alte Ratschen, die ist mir jetzt gerade noch abgegangen. Welcome to Germany. Hi. Hi. I am Dora Glockshuber. Se Neighborin zu se Familie Hartmannseder. Really? Ja, really. Very really. Was heißt jetzt das gleich wieder? Brauchen Sie was? Really? Frau Glockshuber, hä? Ob Sie was brauchen, habe ich Sie gefragt. Nein, ich habe nur vorhin meinen Briefkasten ausgeleert und da habe ich zufällig gesehen, dass Sie einen Besuch habt, weil die Wohnungstür auf war. Really? Really? Really heißt wirklich. Wirklich, wirklich? Wirklich, wirklich. Hansel, komm. Oh, schöne Madame Glockshuber. Wollten Sie mir nicht noch zeigen, Ihre Kollektion von die Schmetterlinge? Hä? Ja, schon, aber die hast du doch jetzt schon oft nur gesehen, Schan. Wirklich, aber die kann man gar nicht oft genug sehen. Ich war jetzt aber viel lieber da beim Ami. Aber die Schmetterlinge sind doch so viel schöner. Schöne Madame Dora. Alter, Schmeichler, du. bye, Mr. Ami. Also, was wolltest jetzt du uns gerade sagen? Also, ich kenne einen Ben vom Club. Vom Club? Was für ein Club? Da, wo ich seit einer Woche sing. Was tust du? Ich sing im Ami-Club. Im Ami-Club? Yes, and she has a real feeling for jazz. Feeling? Gefühl. Aha. Und warum wissen wir da nichts von diesem Gefühl? Ja, weil ich mir halt gedacht hab, dass ihr bestimmt dagegen seid, wenn ich euch um Erlaubnis frag. Allerdings, sag mal, bist denn du verrückt, dich mit einem Ami einzulassen? Mama! Nix, Mama! Was man da so alles hört und am Ende... Okay, Mama, das ist doch ganz harmlos.
So. Mrs. Hartmans Ehre, ich habe gehört, Ihre Tochter in der Kirche. Und weil ich zuständig bin für die Entertainment, Unterhaltung, habe ich gefragt, ob Sie nicht will singen in unserer Combo im Club. Die Combo? Band. Band? Musikkapelle. Yes, und she hat probiert, and you know, Tony Candace. Tony? Wieso? Wieso bist du für ihn der Tony? Tony? Ja. Ja, Tony, das ist mein Künstlername. Tony Hart. Kommt von meinem zweiten Vornamen Tony. Ja, das klingt doch gut. Oder? Meine liebe Tochter. Please, please, schimpfen Sie Tony nicht. Mr. Ben, mischen Sie sich bitte nicht ein, ja? But Mr. Hartmans Ehre. Mein Mann hat recht. Und du hörst sofort die Singer in dem Club da auf. Was taten denn die Leute da sagen? Mama! Die Mama hat recht, was taten da die Leute sagen? Papa, ich sing doch nur! Ja, singen! Mit dem Singen geht's an und mit dem Kindergeschrei hört's auf! Mrs. Hartmans Eder, ja, was Sie denken von mir? Ich bin doch nicht Ihr Lover, Boyfriend. Kein Freund, das ist ja noch schlimmer. Du gehst jetzt sofort in dein Zimmer, gell? Ja, aber Papa, ich muss doch in den Club. Das ist mir wurscht, du gehst in dein Zimmer. Aber was soll ich denn da? Weiß ich nicht, irgendwas wirst du schon machen. Ja, aber ich muss... Marsch, keine Widerrede! Tut mir leid, Tony. Ja. Wollen Sie sich das nicht noch einmal überlegen? Ausgeschlossen. Das Madel bleibt da. Okay, then I go. Auf Wiedersehen. Und wenn Sie doch noch anders überlegen... Tun wir nicht auf Wiedersehen. Was Sie müssen wissen, Tony hat mir Ihre Adresse nicht gesagt. Ich bin ihr heimlich nachgegangen. Noch schlimmer für Sie. Bye, bye. Oh, I forgot. Hier ist die Gage für Tony. Für Ihren letzten Auftritt. Please geben Sie ihr, yes? Zigaretten. Yes. Und sie konnte haben jeden Abend eine Packung, wenn sie singt. But, Mr. Ben. Yes. Mr. Hartmans Adam. Warten Sie mal einen Augenblick. Jeden Abend, sagen Sie? Jeden Abend. Jeden Abend. Weißt du, was das bedeutet? Na schon, aber was Madel? Jeden Abend ein Packel Zigaretten. Weißt du, was das bedeutet? Ja? Mr. und Mrs. Hartmans Error, ich werde dafür sorgen, dass Tony nichts passieren wird. Das sagen Sie so. Ich gebe mein Promise, mein Versprechen. Von Soldier to Soldier, Sir. Na ja, wenn das so ist, geht dann. Meinetwegen. Okay, thanks, Mr. Hartmans Edo. Thanks. Ich verlasse mich auf Sie. Of course. Pauline, kommst du einmal? Was ist denn? Also, pass auf, Madel. Wir haben jetzt lang hin und her überlegt und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass... Das was? Dass du doch in dem Club singen darfst. Wirklich? Ja. Wirklich. Danke, Papa. Ja, geht so, Mama. Danke. Come on, Tony. Wir müssen uns beeilen. Na ja, freilich. Warte, Madel. Mit den verwandten Augen kannst du nicht gehen. Ich helfe dir schnell, gell? Mach schnell. Ja, es ist halt doch viel schöner, gell, wenn die Kinder lachen und nicht weinen. You're right. Da haben Sie recht, Sir. Ja. Sir? Oh. Thank you, Mr. Ben. You're welcome. Thank you. One moment. Oh, Wollen wir uns nicht setzen? Hm, thanks. Ja, es ist kalt bei uns, gell? Naja, ist halt Winter, gell? Yes, und bald Weihnachten. Ja.
bald Weihnachten, ja. Wie feiert's eigentlich ihr Weihnachten? Oh, in Amerika kommt Santa Claus am 25. Dezember. Wer? Santa Claus. Eine Art Nikolaus. Der Nikolaus am 25. Ja, da ist aber ganz schön spät dran, he? Yes. Und deshalb kommt auch bei uns zu Hause am Heiligen Abend das Christkind. Das Christkind? Wieso das? Weil meine Mom und mein Daddy sind Deutsche. Ach, drum kennen sie so gut unsere Sprache, gell? Yes. Wo kommen die her? Aus die Nähe von Würzburg. Aber der Name Franklin? Ist geworden aus Franke. Arthur and Mary Ann Franke. Ach, dann heißen die nicht nur Franke, sondern die kommen auch und sind auch Franken. Hm? Ah, oh, jetzt. Jetzt, jetzt. So, also ich war fertig. Okay. Let's go. Passen Sie mir aber ja auf das Madel auf, gell? Versprochen. Oh, Entschuldigung, Sie sind noch da? You are noch hier? Yes, unfortunately. Die alte Ratschen, die kann ich ja gar nicht brauchen jetzt. Ich geh mit euch runter bis zur Werkstatt, gell? Okay. Bye, bye. Bis später. Ja. Emma? Ja. Ich muss dir da noch was sagen wegen dem Amerikaner, gell? Ja. Na, wiederschauen, Frau Glocksuber. Bye-bye, Herr Hauptmannsieder. Brauchen Sie was, Frau Glocksuber? Nein, eigentlich nicht. Was wollt denn der Armee bei Ihnen? Haben Sie was angestellt? Wo denken Sie denn hin? Ja, was wollt ihr denn dann da? Oder machen Sie vielleicht mit Ihrem Geschäfte? Auch nicht. Jetzt weiß es. Der ist hinter der Pauline her. Genau. Geschmarrn. Oh, da müssen Sie aufpassen, Frau Hauptmannsieder. Frau Glockshuber. Nein, ich weiß das ganz genau. Schließlich ist die Tochter von meinem Vetter, Valentin, im 7. Monat guter Hoffnung. Von einem Ami. Am Schwarzen. Ach, schlimm, gell? Und ich glaube fast, dass die Zwillingrück zu dick wird ist. Na ja, vielleicht wäre dann wenigstens eins weiß. Also, was wollen Sie denn jetzt, Frau Glockshuber? Ja, also, wo haben denn Sie den Graukopf her? Vom Ami? Okay, ich war doch Hamstern. So beim Hamstern. So, also, was wollen Sie jetzt? Ja, also, ich hab doch heute nach langer Zeit immer wieder in meinen Briefkasten geschaut und. Und? Da war ein Brief für Ihren Mo. Muss der alte Hirschlechner versehentlich da reingeschmissen haben. Ein Brief für meinen Mo? Frau Hauptmannsieder, es tut mir unendlich leid. Ich kann ja nicht nachfühlen. Den Brief von meinem Mo, den habe ich auch kurz vor Weihnachten gekriegt. Mei, der Martin. So jung und so fesch. Was ist denn? Ja, so lesen Sie doch. Entnazifizierungsbescheid für Herrn Alois Hartmannseder. Bitte entschuldigen Sie, dass für das vorliegende Schreiben das Formblatt für Beileidschreiben der Wehrmacht verwendet wurde, da keine weiteren Kuverts vorrätig sind. Ja, verrückt. Ja, und was heißt das genau? Das heißt, dass mein Mann endlich wieder legal arbeiten darf. Aber deine so gute Tänzerin, ist das eine Wunder! Ach, schau
pass halt auf. Oh, pardon, aber das ist meine Naturelle. Ach so, jetzt komm. Jetzt tanzen wir einen Foxtrot. Hab ich vergessen, Cherie. Wenn ich dich in deine Augen sehe, vergesse ich alles. Auslassen! Oh, gefällt dir meine Tanzstile nicht? Küsse mich. No, Johnny. Das geht zu weit. Aber warum? Das gehört nicht zum Foxtrot. Darum? Ich tanze lieber Zango. Alter, Sean, jetzt komm, mach wieder gescheit. So. Ram, bam, bam, bam. Sean! Da. Ich kann dich nicht hören, Cherie. Ich konzentriere mich auf die Schritte. Der Ben, was lachst du jetzt so blöd? Mama! Was ist denn los? Ich muss kochen. Mama, bitte hilf mir. Oh, Madame Atmazeder, was sagen Sie? Sind wir nicht ein schönes Paar? Komm schon, lass mich aus. Ich konne mal. Oh, bitte. Wenn du bist schon von so einem bisschen tanzen K.O., dann, dann muss ich mir eine andere Transporterin suchen. Es war Madame Atmazeder. Ben, let's go. Nein, schon nicht. Und? Das ist ja wunderbar. Während ich mir in der Werkstatt rund um Buckel krumm arbeite, dass ich morgen am Heiligen Abend den Hirzinger seinen Sessel noch liefern kann, vergnügt sich meine Frau beim Tanzen, anstatt dass sie ihren häuslichen Pflichten nachkommt, gell? Sorry, Sir, das war meine Idee. Was willst du denn überhaupt da? Ich wollte bloß fragen, wann sich dein Gigolo für mich vielleicht einmal frei nehmen könnte. Ich brauche nämlich dringend in der Werkstatt drunten. Oui, oui, Papi, tout de suite. Ah, un moment. Madame, es war mir eine große Vergnügen. Adieu. Ja, danke dir, Hase, danke. Wenigstens einer, der was arbeitet. Was soll denn das heißen? Arbeit ich vielleicht nix, ha? Bin mitten beim Kochen. Ja, das sehe ich, ja. Oh, lässt das mal schwimmen. Siehst du das? Es kriegen wir nicht einmal was zum Essen, bloß weil du dich an einen Jüngling hinhängst und das Tanzbein schwingst. Ja, ja, ich muss mich ja an andere halten, weil ich ja mit dir nicht mehr tanz. Ja, wegen der Schallerhärter, gell? Mei, aber die Schallerhärter war aber auch eine begnadete Tänzerin. Oh, mit der bin ich direkt übers Parkett geschwebt wie ein Fädel. So war die eine tolle Tänzerin. Ja, ja. Ja, mit dir habe ich leider nicht tanzen können, du hast da nicht mitgekommen, du warst da krank, gell? Ja, leider. Nein, so gern wäre ich mit dir auf diesen Ball gegangen, aber du bist ja krank und schwach und matt in deinem Bett gelegen, ja, gell? Während du lustig und fidel auf der Tanzfläche warst, mit der Schallerhärte. Der Schallerhärte, ja? Nein, ich muss kochen, sonst schallert's. Hey, nein, lass die Tür auf, sonst wird's zu kalt da hören. Also, Papa, dass du aber die Mama immer damit ärgern musst. Selber schuld. Ja, wenn sie unbedingt glauben will, dass mir die Schallerhärte damals nachgestiegen ist, dann lass sie halt in dem glauben. Naja, ein bisschen Eifersucht schadet nie. Ah, jetzt ich verstehe. Clever. Ja. Und wie lange geht das schon? Genau 20 Jahre. What, 20 years? Yes. Und da hat Ihre Frau immer noch so großes Problem. Ja, freilich, weil sie seit 20 Jahren noch nicht dahinter gekommen ist, ob stimmt oder nicht. Papa, du schau mal, was der Ben mitgebracht hat. Yes, Sir, hier haben wir White Bread. Oh. And Corned Beef. Yes, Sir. And Schokolade. Oh. Und Zigarette. Oh. And Nylons. Oh, Mr. Ben, thank you very much. Thank you. Never mind. Nur eine Kleinigkeit. Aube, es meine, ist an der Zeit, dass ich mit den Friedensverhandlungen beginne. Ha? Und zum Besänftigen nimm mir am besten das da mit, gell? Ah, und das da? Ja, wunderbar, ja. Hansel, geh schon mal voraus in die Werkstatt, ich komm gleich, gell? Oui, Papi. Schatzilein! Adieu, mein Tanzer der Engel. Bis zum nächsten Tango. Oh, funny guy. Und your Daddy hat auch einen guten Sinn für Humor. Ja, nur die Mama versteht ihn einfach oft nicht. Hm. Wenn wir es echt damit anfangen, gehst du mal an,
Das ist gescheiter. Ich geh in die Werkstatt, da ist sicherer, gell? Geh doch zu deiner Schalle, Hertha! Ja, oder noch besser, kein Luftschutzkeller, da ist am allersichersten, gell? Bye-bye, Captain Franklin! Habe die Ehre, Obergefreiter Hartmanns Ehre. Sehr gut, sehr gut. Mama! Mama, kann ich dir irgendwas helfen? Na, danke, Nadel. Mein Bendo, das ist wirklich nett von dir, dass du uns immer irgendwas mitbringst. No problem. Und? Hast du dir schon überlegt? Was denn? Ob du mit mir gehst nach Kansas? Psst! Ben, sei mir jetzt bitte schön nicht böse, aber das geht nicht. Warum nicht? Schau, du bist wirklich ein feiner Kerl, aber das mit uns, das... Okay, okay. No problem. Und wenn ich jetzt auch noch weg war, das bricht der Mama das Herz. Wie lange habt ihr von deinem Bruder nichts mehr gehört? Über ein halbes Jahr. Die letzte Feldpost, die ist aus Italien gekommen. Da war er als letztes. Nein. Dabei hat sich die Mama so sehr gewünscht, dass er an Weihnachten da ist. Wenn er überhaupt... Hey. So darfst du nicht denken. Er wird kommen, in einer Stunde, gesund und munter. Believe me, Tony. Er wird kommen. Du hast recht, Ben. Of course. Benjamin Franklin hat immer recht. Und vielleicht schaffst du bis morgen. Jetzt noch ein ganzer Tag. Der Martin? Mir. Du, der ist die Unpünktlichkeit in Person. Der schafft es mir. Believe me, Tony. Du darfst die Hoffnung nie aufgeben. Danke, Ben. Und du bist mir wirklich nicht böse. Oh no. But I'm sure. Du hättest gemacht die große Karriere in the States. Ja, freilich. Ich mit meiner Jahrhundertstimme. Yes. Du hast nicht nur eine gute Stimme, du hast auch das richtige Feeling. Du schnippst auf 1, 2, 3, 4. Und nicht wie alle Deutsche auf 1, 2, 3, 4. Du Ben, gehst du morgen auch in die Christmetten? Well, wenn ich kann changen meine Dienst, sehr, sehr gerne. Sagt's mal, warum habt ihr die Tür zugemacht? Da wird's doch so kalt. Die muss so zugefallen sein. Von alleine haben wir nicht gemerkt. Aber da ist doch so kalt. Oder habt ihr vielleicht... Mrs. Hartmanns Eder. Würde ich mir nie trauen. But, warum heizen Sie nur in Küche und nicht hier? Das darf man ja gern. Aber wir haben nichts. Mixer? Keine Kohlen? Kohlen? Das ist das reinste Wunschdenken. Wenn wir nicht die Restel aus der Werkstatt hätten, dann müssten wir viel öfter noch in den Perlacher Forsten aus. Ah, okay, ich verstehe. Ladies, ich muss gehen. Habe bald Dienst. Bye-bye. Guten Tag, Mr. Ben. Ben, Saxophon. Oh, yes. Thanks. Also, für die Ben und bis morgen. Mal sehen. Bye-bye. Ist ein netter Kerl, der Ben, gell? Ja. Ich mach schon auf, Mama. Ja, ich schon recht. Hallo, du bist der Ben. Hi, bis Gott super. Ich schon wieder. Gott super. Komm uns noch rein, bitteschön. Danke, Pauline. Ich wollte nur bei mir was fragen. Grüß Gott, Frau Hauptmannseder. Grüß Gott, Frau Gott super. Mama, ich geh jetzt dann gleich zur Chorprobe. Ja, ist schon recht, Mama. Was brauchst du denn, Frau Gott super? Ja, also, Frau Hauptmannseder, stellen Sie einmal vor. Jetzt habe ich doch tatsächlich ein bisschen auf dem Sofa geschlafen.
Ach, wie interessant. Schon, gell? Und da habe ich einen wunderschönen Traum gehabt. Hey, normalerweise träume ich nie, wissen Sie? Aha. Und wissen Sie, von was ich geträumt habe? Na, von was denn? Von Platzeln. Von riesige, große Platzeln. Okay. Von Platzeln? Ja, ganz deutlich habe ich die vor mir gesehen. Und gerochen haben die gerochen. Ich hab gleich so einen Hunger gekriegt, dass ich aufgewacht bin. So was, gell? Ja. Ja, und wenn ich dann so wach war, da merke ich, dass das immer nur noch Platzeln riecht. Gell? Immer noch? Ja. Und wenn ich dann im Geruch so nachgegangen bin, da sagen Sie mal, den Seeplatzelbacher. Wie haben Sie denn das geschafft? Geschafft ist gut. Probiert habe ich es halt mit dem bisschen, was wir haben. Butterplatzl mit ohne Butter. Mit ohne Butter, das ist gut. Sagen Sie mal, zum Hamstern gängen Sie scheint's gar nicht mehr, oder? Ja, na, fällt aber wirklich auch alles auf, Frau Glockshuber. Ja, mei, ich gehe halt mit offenen Augen durchs Leben. Schon praktisch, wenn man als Bezugsquelle die Siegermacht direkt in der Familie hat, gell? Bezugsquelle? Ja. Was war denn der Schar für eine Bezugsquelle? Ja, immer noch nicht den Schar, immer noch den Ami. Schon praktisch, wenn man in der heutigen Zeit so einen Schwiegersohn kriegt. Also, Frau Glockshuber, ich glaube, ich muss jetzt da mal was klarstellen, gell? Um Gottes Willen. Lass das vielleicht am Ende sitzen. Weder noch, weil zwischen denen zwar gar nichts ist. Gar nichts. Gar nichts. Wer jetzt ist? Weil es eine reine Bekanntschaft ist. Glaubst du es vielleicht nicht? Ja, ich schon, aber. Wird da vielleicht schon über uns geredet? Meine Frau Hartmann, sieh dir. Über wen wird denn in der heutigen Zeit nicht geredet? Da haben sie auch wieder recht. Also, Mama, ich wachs jetzt dann, ja? Ist schon recht, Madl. Frau Glockshuber, sind Sie morgen am Heiligen Abend wieder bei Ihrer Schwägerin in Schwabing? Nein, ich glaub nicht. Da sind wir ja bloß immer wegen Ärm hingefahren. Ich verstehe mich nicht so gut mit der Schwester von meinem Mann. Und dann weiß ich ja gar nicht, ob ich morgen überhaupt in Stimmung bin. Es ist erst das zweite Mal, dass ich Weihnachten ohne meinen Mann. Ja, wenn die Familie nicht beieinander ist, gell, dann ist nicht Weihnachten. Na, dann ist nicht Weihnachten. Ja, Frau Glockshuber, wollen Sie nicht morgen Abend zu uns rüberkommen? Ich meine, wir sind zwar nicht Ihre Familie, aber jetzt kennen wir uns doch schon so lange. Das ist nett von Ihnen, aber ich glaube nicht, dass ich die richtige Gesellschafterin war. Aber geh, das macht doch nichts. Ja, wir bringen Sie schon auf andere Gedanken. Danke, Pauline. Ja, und Ihr Mo? Das lassen Sie nur meine Sorge sein. Also, was ist? Kommen's. Ja, gern. Ja. Ich habe nur ein bisschen Greichertz daheim, das bringe ich mit. Und zwei Flaschen Wein. Ach, das wird ja ein richtiges Festessen. Wir hätten nur ein paar Platzl. Ja, wenn uns der Papa welche überlässt. Ja. Emma! Ja? Du, Emma, stell dir vor, was ich gerade in der Werkstatt drunten gefunden habe. Ja, der Herr Hartmann, sind wir noch fleißig so spät am 4. Abfind? Ja, Frau Glockshuber, mit einer habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Alles, ich hab die Frau Glockshuber für morgen eingeladen, gell? Ist er doch recht, oder? Ja, ja, natürlich ist mir das recht. Sehr recht, ja. Ich freue mich direkt auf Sie. Das ist nett von Ihnen. Ich bringe auch was mit. Ein Greichert und zwei Flaschen Wein. Ja, pfundig. Dann freue ich mich gleich noch mehr auf Sie. Aber Papa, was hast du denn jetzt gefunden? Wieso? Was gefunden? Wieso? Ja, du bist doch gerade zu dir reingekommen und hast gesagt, Emma, stell dir vor, was ich in der Werkstatt gefunden hab. Ja, also? Nein, nix. Aber was sagen Sie? Greichert, ja? Jetzt, ja, Papa, mach's ja nicht so spannend. Oh, da meine ich, geht's um eine Weihnachtsüberraschung. Hab ich recht? Eine Überraschung? Was für eine? Das ist keine Überraschung. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also, nein. Was hast du denn jetzt gefunden? Ein Backel. Heute am Sonntag? Ja, eigentlich ist schon länger da, aber ich hab's heute erst gefunden, das Backel. Wieso? Weil sie versteckt hat. Im Schrank, das Backel.
Ein Backel? Für uns? Nein, eigentlich ist das Backel gar nicht für uns. Ja, also ich meine, dass der alte Hirschrechner ab und zu mal einen Briefkasten verwechselt, das wissen wir ja. Aber dass er jetzt ein Backel in ihrer Werkstatt in Kasten reintut, also da muss er ja einen schönen rausgehabt haben. Ja, ja, genau so wird es gewesen sein, ja, ja. Wegen einem falschen Backel machst jetzt du so ein Weder. Also, ich muss jetzt zu meiner Chorprobe. Bis später. Du hast recht, Madel. Komm fein pünktlich, gell? Wie immer. Für gut, Frau Glockshuber. Für gut. Warte, Winnie, ich geh gleich mit, gell? Und danke nochmal für die Einladung für morgen. Für gut, schön. Ja, dann, Frau Glockshuber. Pauline? Ja, Papa? Sag dem Hansel, er kommt für heute Feierabend machen. Mach ich. Und sag ihm, er soll das Backel gleich mitbringen. Mach ich. Also, bis später. Was ist denn los? Was ist denn das für ein Backel? Ja, also das Backel, das sich bei uns in der Werkstatt versteckt hat, ist ungefähr 30 Jahre alt, 70 Kilo schwer und unrasiert. Was? Franz heißt er. Probst Franz. Ja, und der hat sich ausgerechnet bei uns versteckt. Warum denn? Das weiß ich nicht. Kennen wir den? Ja, ich schon. Seit 10 Minuten. Ja. Ist das vielleicht der Zuchthäusler? Nein. Ein Gebirgsschütz auf dem Heimweg. Aha. Und was will der von uns? Was wird der Lanzer schon wollen, der keine Papiere nicht hat? Keine Papiere? Nein. Er war zuletzt in Italien, genau wie unser Martin. Ja. In Gefangenschaft wollte er nicht gehen und so hat er sich euch durchgeschlagen. Bis von Italien? Ja, ja. Mein Gott, wenn die wen bei uns finden! Emma, unser Bub ist auch irgendwo da draußen. Ja, da waren wir doch auch froh, wenn es irgendwo eine Familie geben darf, das genauso machen darf wie mir, oder? Ja. Hast recht, alles. So. Papi, ja. Ist die Luft rein? Vollkommen rein. Kommt rein. Komm nur. Grüß Gott. Grüß Gott. Sitzen Sie einer doch. Danke. Haben Sie einen Hunger? Nein. Haben Sie einen Durst? Auch nicht. Ja, freilich hat er Hunger und Durst. Schauen da hoch. Komm. Man, wir haben zwar selber nicht viel, aber verhungern muss bei uns keiner. Danke. Na, wie lange sind Sie schon unterwegs? Seit 5 in der Früh bin ich auf die Füße. So, da ist jetzt ein bisschen was. Mehrer haben wir leider auch nicht. Danke. Bon Appetit. Ja? Mein Mann hat mir gesagt, dass Sie in Italien waren. Ja, bei Cortina, bei den Gebirgsschützen. Mhm. Unser Bub war auch in Italien, bei den Pionieren. Ja, da ist zumindest der letzte Post her gewesen, den wir gekriegt haben von mir. Kurz vor Kriegsende. Seitdem haben wir nichts mehr gehört von ihm. Ach so. Allora, wie schmeckt dir unser Einkehrer-Menü? Ha? Gut, danke. Mehr haben wir leider nicht. Das ist viel genug. Sagen Sie mal, wo wollen Sie denn überhaupt hin? Zu meiner Familie. In die Winterstraße. In die Winterstraße? Ja. Haus Nummer 8. Bin davor gestanden, aber das Haus ist nicht mehr da. Ja. Ja, die Straße hat es best erwischt, gell? Bestimmt waren sie im Bunker. Haben sie denn niemanden fragen können? Ja, wie denn? Ohne Entlassungsschein. Ja, ehrlich. Aber wie hast du es dann geschafft, von Italie bis IRR? Naja, zuerst haben wir uns durchgeschlagen bis zum Brenner. Dann ist jeder seinen eigenen Weg gegangen. Vom Bauernhof zu Bauernhof. Am letzten in Schwarz war ich fast 4 Monate. 4 Monate? Ja. Er hat mich versteckt und ich hab für ihn gearbeitet. Hat viel riskiert, der Mann. Und warum bist du nicht dort geblieben? Wollte meine Familie sein. Ja. Spätestens an Heiligabend wollte ich daheim sein. Aber jetzt, passen Sie mir auf, gleich mal in der Früh geh ich mal hinunter in die Winterstraße und frage einmal rum. Bestimmt eine Frage was. Meinen Sie? Ja. Freilich. Und jetzt machen Sie sich keine Sorgen mehr und schlafen Sie sich erst einmal richtig aus, gell? Gern.
Danke. Bitte. Danke für alles. Ich stehe ja dann ein Fettbett ins Kammerlein. Ah, und ich alte Nachtwache. Ha? Na, schließlich bin ich Siegermacht. Sag einmal, wieso sind Sie überhaupt in meine Werkstatt gekommen? Ich meine, uns hat beinahe der Schlag getroffen. Oh, oui, oui. Ich wollte mich schon schützend werfen vor Papier. Ja, freilich, du bist kein Weiß geworden. Das war alles nur Tarnung. Machen wir Franzosen toujours? So, man unterschätzt uns leicht. Die unterschätze ich ganz bestimmt nicht. Also, nachdem ich in der Winterstraße war, habe ich nicht recht gewusst, wohin, und bin einfach losmarschiert. Vor ihrer Haustür ist dann ein Army-Jeep gestanden. Und dann habe ich mich im Hausgang versteckt. Doch auf einmal ist ein Ami die Treppen runter. Und dann habe ich nicht viel gedacht und bin einfach zur nächsten Tür rein. Ja, mein Lieber, uns hat beinahe der Schlag getroffen. Ich weiß nicht, wer von uns blöder geschaut hat. Sie oder mir? Oh, ich kann nicht gewesen sein. Mein Gesicht war weiß, aha, nicht blöd. Ja. Mir helfen ja schon weiter, Herr... Probst. Danke. Da, Schanz. Das ist meine Frau mit den Kindern. Mein Lieb, zwei Buben und ein Mädel, schau. Ja, Respekt. Ja, der Kleine wird im Januar 3. Ja. Und wie fest der Bub ist, gell? Ja. Halt ganz der Papa. Ja, aber das Mädel auch fest, sehr fest sogar. Naja, kein Wunder, bei der Mutter, gell? Ja. Wie die Schalle hört da, gell? Wie die Schalle. Schauen Sie her, das sind unsere zwei. Martin und Pauline. Auch Fisch? Ja, die Pauline, ganz der Papa, gell? Ja. Ich muss übrigens gleich kommen. Ja, sie ist im Kirchenchor. Ja, das musikalische ist auch von mir, ja. Du kannst doch nicht einmal ein Dreiviertel von einem Viervierteltakt unterscheiden. Macht ja nichts, dafür habe ich ja die Schallerhärte, die führt mich schon. Ah, da kommt schon. Komm. Danke, Pauline. Frau Hauptmannsiele, ich wollte nur fragen, ob ich morgen... ihr habt Besuch? Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, also wegen morgen... sind Sie schon entlassen worden? Frau Glockshuber, der Herr Probst, der hat sich von Italien durchgeschlagen. Was, von Italien? Ja, er hat keinen Entlassungsschein. Was, keinen Schein? Sie wissen, was das bedeutet. Herr Hartmann, Sie da, ich mag zwar ein Ratschen sein, aber ich bin keine Denunziantin. Ja, wenn Sie keine Papiere haben, dann kriegen Sie auch keine Marken. Wo wollen Sie überhaupt hin? Zu meiner Familie in die Winterstraße 8, aber das Haus, das steht nicht mehr. Auf 8? Mein Vetter, der wohnt auf 17, der weiß bestimmt was. Ich frage morgen gleich, gell? Danke. Ja, und zum Anzeigen werden Sie auch was brauchen. Sie haben fast die gleiche Größe wie mein Mann. Ich schau dann gleich um was, gell? Danke. Dankeschön, Frau Glockshuber. Pauline, der Herr Probst bleibt einmal bei uns, gell? Und schlaft im Kammerl bei Schaum. Ja, Mama. Und dass niemand was davon erfahrt. Brauchen Sie noch was, Herr Probst? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, da hätte ich gern schlafen. Ja, Hansl, stell doch einmal das Feldbett im Kammerlauf. Oui, Papi, komm. Du kannst ganz beruhigt schlafen. Ich schnarche nicht. Ich habe mich noch nie gehört. Ja. Ja. Wir können das jetzt noch sein. Komm, Pauline, schau mal nach. Danke. Frau Hartmann-Seder, danke. Gern schön. Für alles. Das ist der Ben, der Ami. Komm schnell rein, krieg mit dir. Komm. Ich beschütze ihn. Schließlich bin ich Siegermacht, eh? Jetzt vor Haus. Ja, Ben, was machst du denn da? Hi, Tony. Good evening, everybody. Herr Mr. Franklin, was machen denn Sie nur so spät bei uns? Well, ich habe mir gedacht, weil immer so kalt bei Ihnen. Ja, man ist halt Winter, gell? Yes. And so far... Ich habe Kohlen mitgebracht. Kohlen? Yes. Wo? Unten, im Wagen. Ja, come on.
Oder wollen Sie keine Kohlen? Jo, schon, aber... Warte, wir müssen uns beeilen. Ich muss zurückbringen, die Wagen in einer Stunde. Pauline, hol mir schon einen Eimer aus der... No. Das brauchen Sie nicht. Warum nicht? Look out of the window. Ui. Fenster. Ja. Oh, Maron Josef! Was ist denn? Ist das alles für uns? Of course. Ja, was denn? Da steht ein ganzer Armilaster voller Kohlen im Hof. Ein Armilaster? Ja, verrück. Ja, das klingt bis Weihnachten. Pauline? Pauline! Leise, Mama! Er schlaft noch. Was immer noch? Ja, mei, du, der war 7 Tage unterwegs. Ja, das ist doch klar, dass er schlaft wie ein Toter. Dann lass man schlafen. Denkst du da an den Tisch? Das Essen ist gleich fertig. Was gibt's denn? Krautsuppen. Wer kann ich bloß fragen? Was hast du denn da gemacht? Das Lametta habe ich bügelt. Ja, viel haben wir eh nicht mehr. Und das Grippball habe ich schon mal aufgebaut. Nur der Esel, der ist verschwunden. Ja, und die Christbaumkisten habe ich auch schon hergestellt, dass wir nicht lang suchen müssen, wenn der Papa einen Baum bringt. Ja, wenn er einen bringt. Jedes Jahr das Gleiche, glaubst du das? Erst im letzten Augenblick bringt der einen Baum daher. Ja, mei, er ist halt ein sparsamer Mensch. Der Papa. Sparsam? Dass ich nicht lache. Du, für die greislichen Baum, die der Papa daher zerrt, dann müsste er eigentlich nur ein Geld rauskriegen. Was gibt's denn eigentlich morgen zum Essen? Eine Gans mit Blaukraut und Knödel. Wirklich? Wo hast du die her? Hätte ja sein können. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Probst. Haben Sie gut geschlafen? Und wir. Oh, das riecht aber gut. Danke, ist aber bloß ein Krautsuppen. Krautsuppen? Mei, oft wäre ich froh gewesen, wenn ich wenigstens die gekriegt hätte. Haben Sie einen Hunger? Frau Hartmannseder, es ist schick nur, dass Sie mich die Nacht doch schlafen haben lassen, aber es reicht doch kaum für Sie. Na, danke. Ich werde mich jetzt zusammenrichten und auf den Weg machen. Herr Probst, was rennst denn da? Wenn's für 4 langt, dann langt's doch für 5 auch. Und das mit auf den Weg machen, das schlagen Sie sich mal gleich aus dem Kopf, gell? Jetzt bleiben Sie erst einmal da. Ja, aber... Nein, Herr Probst, Sie können wirklich da bleiben. Ich habe mit meinem Mann schon darüber gesprochen. Und dann singen wir weiter. Danke, Frau Hartmannseder. Und wenn ich Sie mir so anschaue, dann denke ich mir, dass Sie vielleicht gern ein Bad nehmen würden, hä? Baden? Ja. Mei, war das schön. Ja. Ich habe einen Wandel mit Wasser raus in die Küche gestellt und ein heißes Wasser steht auf dem Herd. Hä? Na ja, jetzt, wo wir Kohlen haben, ist doch alles möglich. Und der frisch gewandt liegt auf dem Tisch daneben. Hat die Frau Glockshuber heute in der Früh gleich vorbeigebracht? Ja. Und jetzt gehen wir zu. Wir machen die Tür zu, dann sind Sie ungestört. Danke. Bitte. Ja. Ah, und Herr Probst, das Rasierzeug von meinem Mann habe ich daneben hingelegt, gell? Danke. Also du denkst aber auch wirklich an alles, Mama, hä? Weiß ich. Sag einmal, wann kommen denn die jetzt eigentlich? Immer diese Unpünktlichkeit von meinen Männern. Oh, also, das war doch auch, hä? Wie will man? Von wegen Unpünktlichkeit. Sie kommen? Ja, ist ja auch Zeit geworden. Das haben wir sauber hingekriegt, Hansel, hä? Sauber, gell? Oh, oui, Papi. Deutsch-französische Zusammenarbeit funktioniert reibungslos. Ja, wo waren Sie so lang? Wieso? Es ist ja 10 Minuten noch, oder? Oh, nicht schimpfen. Wir haben aufgeräumt die Werkstatt, Picobello. Dann haben wir ausgeliefert die Sessel und sind direkt im Mont Irer. Wir sind also fertig, gell? Weihnachten kann kommen. Ja. Die Kisten bleibt aber nicht da stehen, gell? Ja, die kommt dann her doch schon wieder runter in die Werkstatt. Nein, nicht dann, sondern gleich, wenn du jetzt runtergehst und einen Christbaum besorgst. Ja, Mama, jetzt lass dir Papa erst einmal was essen. Danke, Pauline, danke. Wenigstens ein Mensch, der zu mir hält. Oh, was ist mit mir, Papi? Oh, Ansel, du bist mein bester Freund, du bist unersetzlich. Ohne dich wäre es furchtbar hier. Ja, was ist jetzt? Wir sind fertig mit der Arbeit. Was ist mit deinem Essen? Ich bring's ja gleich.
jetzt los? Ich habe ganz vergessen, dass da der Herr Probst drin ist und ein Bad nimmt. Was? Und der Herr Probst ist in deiner Küche und nimmt ein Bad. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Na Gott. Na, der Bad im Gewand. In der Küche von meiner Frau sind nackt die Männer. Bloß einer. Ah, hat man das jetzt so, dass man sich in der Küche nackt die Männer hält? Alois. Hansel, wenn die Feiertage vorbei sind, dann halten wir uns in der Werkstatt drunten eine nackt die Frau. Bin ich mit meiner Frau wieder auf gleich. Was die möchte nicht als altmodisch gelten. Ne? Wir zwei, wir sind noch lang nicht auf gleich, gell? Ich sag bloß, Schaller, Hertha. Die habe ich aber noch nie nacker gesehen. Oh. Geh schon, hol doch du das Essen, bevor es anbrennt. Ah, oui. Franzl, ich komme kurz rein und nehme die Topf an die Herde, okay? Was, geh nur rein. Obwohl, wenn ich mir jetzt die Schaller Hertha so vorstelle. Was schnaufst du denn so? Geh's, gell, ha? Wenn's warm ist in der Wohnung, der Ben ist schon wirklich ein Pfundskerl. Schütt uns der den ganzen Hof voller Kohlen. Mir da jetzt das Kreuz noch weh vom Schaufeln, du. Attention, Eis und Fetisch. Franzl kommt gleich, er muss sich noch rasieren. Ha? Ui, ui. Krautsuppen, mein Lieblingsessen. Ja, aber heute mit Weißbrot. Na wunderbar, ja. Na, Herr Probst, wie geht's? Ist alles okay? Alles bestens, ja. Wunderbar. Ah, danke, dass ich Ihr Rasierzeug nehmen darf. Ihr Frau hat es. Ah, bitte, ja, gern geschehen, ja. Wenn's fertig sind, dann kommen wir's raus. Wir fangen dabei schon mal zum Essen an, gell? Freilich, ich bin gleich fertig. Ach, das ist ja nett, dass er meine Rasiersache benutzt. Hast du mein Rasierwasser auch gleich gegeben? Alois. Ich hab der Schaller Hertha noch nie was von deinem Parfüm gegeben. Jetzt lass mir doch mal Ruhe. Oh, die Suppe ist aber fantastisch, gell? Ja, finde ich auch. Mhm. Was hast du da heute anders gemacht, Mama? Nix, die ist genauso wie gestern und vorgestern. Ja. Kann ja nicht zaubern. Apropos zaubern, was wirst du morgen am ersten Weihnachtsfeiertag für einen Braten da auf dem Tisch zaubern? Ein Gans mit Blaukraut und Knödel. Oh, wirklich? Oh, très bien, hä? Ein Gans, Blaukraut und Knödel. Ich glaub's nicht. Ich auch nicht. Das hätte man ja auch denken können. Aber gut, wenn du keinen Braten hast, dann sorg ich auch keinen Baum. Oh. Also, Papa, das ist ungerecht. Ja, woher soll denn Mama einen Braten nehmen? Und die Blaukraute und die Knödel. Wo bitte soll ich einen Baum hernehmen? Wenn's nicht immer bis zuletzt warten darfst, dann hätten wir schon längst einen. Regt's euch nicht auf, wir haben bisher noch jedes Jahr einen Baum gehabt. Aber was für welche? Hansel, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ist fertig, dann gehen wir und holen einen Baum. Oui, oui, mon General. Du wärst Augenmacher. Ja, das glaube ich. Ja, wir werden einen wunderschönen Baum haben, auch wenn du keinen Festtagsbraten hast, gell? So, ich werde jetzt fertig. Herr Probst, mein Rasierer haben Sie bereits benutzt, mein Rasierwasser auch. Dann können Sie dann doch gleich auf meinen Platz setzen. Ich wünsche Ihnen guten Appetit, gell? Halt, die Kisten! Ah! Hab ich irgendwas falsch gesagt? Nein, das ist nur der Humor von meinem Mann. Jetzt setzen Sie ihn hier und essen Sie mal was, gell? Oh, Jesus! Weil die Hosen, die ist ja viel zu kurz! Ja, dafür aber zweit. Ich mach schon auf. Ja, schnell in die Küche, Herr Probst. Aber glaub super, hör's ja mal. Komm mal rein. Ja, ich wollte nur schauen, wie dem Herrn Probst das Gewand passt. Grüß dich, Frau Drucksuber. Ja, wo ist er denn? Ja, Moment. Entwarnung, Sie können rauskommen. Ah, grüß Gott. Ja. Gut steht Ihnen das Gewand. Wie mein Mo. Danke, Frau Glocksuber. Was haben Sie für einen Schuh, Chris? 44. Wie mein Mo. Da bringe ich Ihnen dann gleich noch welche, gell? Wissen Sie denn schon was von Ihrem Vetter? Ja. Nein, ich hab noch nicht gefragt. Das Kohlenschaufeln heute Nacht, das hab ich ganz aus meinem Rhythmus gebracht. Bis um 11 Uhr hab ich geschlafen.
Aber jetzt gehe ich dann gleich zu ihm und frage, gell? Das ist aber nett von Ihnen. Ja, aber das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Also dann, bis später, gell? Bis später, Frau Glocksuber. Für Gott, Frau Glocksuber. So, und jetzt setzen Sie einen hier und essen Sie. Danke. Und wenn jemand was rausbringt, dann ist es ganz gewiss unsere Frau Glockshuber. Das glaube ich ja. Die weiß nämlich alles. Und? Schmeckt's ja, ne? Gut. Ganz gut, ja. Das ist gut. Dann machen wir dabei die Küche, Pauline, gell? Ist recht, Mama. Wollen Sie noch ein bisschen was? Gern. So. Dann wird's morgen wenigstens schon wieder. Danke. Sagen Sie mal, was war denn gestern eigentlich los? Jesus, das haben ja Sie gestern gar nicht mehr mitgekriegt, weil wir ja gleich so rausgestürmt sind. Der Ben, der GI, der da manchmal zu uns kommt, der hat uns gestern einen ganzen Lastwagen voll Kohlen in den Hof geschüttet. Und die haben wir mit der Nachbarschaft natürlich dann sofort vergraben. Was, ein ganzer Lastwagen? Ja. Das sind ja Tonnen. Ja. Ja, wo hat denn der die her? Er hat nichts gesagt. Ja, nur, dass der Lastwagen in einer Stunde wieder zurück sein muss. Wir haben natürlich geschaufelt wie die Blöden. Der Jean, der war dann ganz schwarz im Gesicht und hat gesagt, ich bin die eilige Drei König von dem Morgenland. Naja, der Jean, das ist schon einer. Wie kommt der eigentlich zu euch? War das ein Kriegsgefangener? Der ist uns einfach zugelaufen und dann ist er uns einfach blieb. Ja, das sieht man. Ein ganzer Lastwagen voller Kohlen. Da friert ja im ganzen Block keiner mehr. Na, jetzt ist endlich nimmer kalt. Ja, ja, die Amis. Zuerst schießen sie auf uns und jetzt helfen sie uns. Ja, da haben wir schon ein Glück, dass die bei uns da sind. Mhm. Von der russischen Zone, da hört man ja ganz andere Geschichten. Mhm. Naja, somit war unsere Nacht recht kurz. Um 3 Uhr in der Früh war der Spuk erst vorbei. Was, um 3? Ja, da habe ich ja schon lang geschlafen. Ja, nachdem ich nichts mehr gehört habe, bin ich vorsichtig aus meinem Kammerl und habe gesehen, dass ich ganz allein war. Ja, ich wollte eigentlich warten, aber dann habe ich der Schlaf gepackt und dann habe ich mich hinlegen müssen. Ja, Sie haben ja auch vollkommen recht gehabt. Ich meine, Sie hätten uns ja sowieso nicht helfen können. Ja, sagen Sie mal, kann ich mich vielleicht der Herrin ein bisschen nützlich machen? Ach, das war ja noch schöner. Nix da. Sie dann sich jetzt nur mal erholen, sonst gar nichts, gell? Ja, aber... Keine Widerrede. Sie haben gehört, was Mama gesagt hat. Und ich gebe Ihnen einen guten Rat. Dann Sie ja nicht dagegen reden. Naja, wenn's meint. Oh, schön ist das Grippe. Hat das Ihr Vater geschnitzt? Ja. Ja, nur der Esel ist weg. Der ist irgendwie verschwunden. Bis der Papa ein Nein schnitzt, das kann, glaube ich, dauern. Ja, könnt ihr probieren. Vielleicht schaffe ich bis heute Abend einen. Ja, ich bin Schreiner. Was? Für meine Kinder habe ich auch einen Krippel geschnitzt. Also das war ja ganz toll. Sengst, jetzt kann ich mich doch ein bisschen nützlich machen. Das Schnitzwerkzeug von meinem Papa ist drunter in der Werkstatt. Soll ich es ja noch schnell bringen? Ja, freilich. Gut. Ah ja, und ein Stickerl Holz. Mach ich. Mama! Ich bin noch mal schnell in der Werkstatt drunten. Schon recht, Pauline. Herr Probst, daten Sie mir das Wasser vom Wandel ins Klo schütten? Mir ist das zu schwer. Ja, freilich mache ich das. Frau Hartmann-Seder, gern sogar. Ben! Hi, Maureen. Ich wollte bringen ein paar Sachen vor die Weihnachten. Das ist sehr nett von dir, aber... So, aber das werden wir gleich haben. Frau Hartmann-Seder. Wer ist das? Waren Sie Soldat? Ja. Haben Sie Papiere? Nein. Waren Sie Offizier? Nein. But warum haben Sie keine Papiere? Wo werden Sie jetzt freien? Das glaube ich schon. Ja. Ich habe Sie gefragt, warum Sie haben keine Papiere. Reden Sie!
Wird's bald! Aber Ben! Warum haben Sie sich versteckt hier? Mr. Ben, der Herr Probst, der wollte zu seiner Familie in die Winterstraße. Aber das Haus, das steht ja nicht mehr. Und da hat er nicht gewusst, wohin. Und dann ist er einfach bei uns hängen geblieben. Und wie lange sind Sie schon hier? Seit gestern. Aber warum haben Sie keine Papiere? Ich war bei Kriegsende in Südtirol und von da habe ich mich dann durchgeschlagen. Sind Sie gefasst worden? Nein. Von Südtirol durchgeschlagen. Was wirst du jetzt machen, Ben? Well, ich muss ihn mitnehmen. Aber Mr. Ben, muss denn das sein? Sir, Sie wissen genau, wenn er hat keinen Entlassungsschein, he has a problem. Ein sehr großes sogar. Ja, das schon, aber da kann man doch nicht ein Auge zudrücken. Sir? Schauen Sie, ob mit oder ohne Entlassungsschein, das Leben geht doch weiter. Schauen Sie, er will doch nur heim. That's right, Sir, but... Jetzt werden wir mal was sagen. Herr Ben, was Sie nicht wissen können, weil Sie Ihren Krieg nicht verloren haben. Wenn Leute wie mir, die nichts mehr haben, wir bloß noch das nackte Leben. Die vielleicht nur das Glück haben, dass sie gesund davongekommen sind. Wenn so jemand nur den einen Wunsch hat, nämlich den, dass er heim darf, dann finde ich, dann sollte man ihm diesen Wunsch nicht verwehren. Sir? Ich weiß, von was ich rede. Mir ist im Ersten Weltkrieg genauso gegangen. Das Einzige, was einem bleibt, das ist seine Familie. Sie haben recht, Sir. Natürlich habe ich recht. Nur dazu, wo er jetzt gleich das schönste Weihnachtsgeschenk kriegt. Komm, sagen Sie es ihm. Also, mein Vater hat gesagt, dass er weiß, dass ihr Frau mit den Kindern in Wohlenzach bei einem Bauern untergekommen ist und dass sie noch gut gehen. Ist das wahr? Ja, freilich. Mein Vater weiß das von einem Schwarzhändler von Wohlenzach. Und ihnen geht's gut? Ja, Herr Probst. Sie leben? Herr Hartmann, Sie haben es gehört. Sie leben. Ja. Mein Gott, Sie leben. Na, freilich habe ich es gehört. Jetzt passen Sie auf. Gleich morgen in der Früh, da machen wir uns auf den Weg, wir zwei. Und dann gehen wir nach Wohlenzach. Gern. Stopp. Sie gehen nirgendwo hin. Ben. Ich fahre Sie. Nach Wohlenzach. Whatever. Und wegen Papiere. Machen Sie sich keine Sorgen. Das kriegen wir, okay? Okay. Because we are here for help. Okay? Crowd. Okay, Sir. But, warum haben Sie keine Christmas Tree, Baum? Ich hab so schöne Sacken mitgebracht. Da müssen Sie sich nicht denken. Das hat bei uns Tradition, dass der Baum erst ganz kurz vor Weihnachten kommt. Ja, aber so wie es ausschaut, wer wir heuer gar keinen Baum haben, ha? Was, kein Baum? Na, Papa, das geht nicht. Jetzt regt's ja nicht auf. Wir werden einen wunderschönen Baum haben, auch wenn du keinen Braten hast, ja, gell? Da mache ich mir gar keine Sorgen, weil du ja auch keinen Baum hast. Soll ich noch schnell organisieren an einen Baum? Nein, das braucht's nicht. Wo ist denn dein Besen? In der Küche, warum? Gut. Gar nichts ist gut. Ja. Wo ist denn der Schar? Der hat mich verlassen. Der hat gesagt, der muss was Dringendes organisieren und wegwarren. Aha. Du, aber mit denen Dachsen gehst du mir fein nicht in meine saubere Küche, gell? Emma, willst du zum Baum oder nicht? Ja, freilich. Dann lass mich rein in die Küche. Nein. Emma, ich will doch nur, dass wir zu unserem Baum kommen. Es ist doch schon spät, oder? Ja, freilich. Ja, also, dann lass mich rein. Ja, hat man sie da. So, ich einer helfen, damit es schneller geht. Ich bin auch ein Schreiner. Ja, das war ja ganz gut, das Jahr. Nachdem mich mein Hansel sowas von verlassen hat, gell? Bitte nach Ihnen, aber, ja. Aber was macht's denn ihr da drin? Staatsgeheimnis, bitte stör uns nicht. Aber ein Dreck, wenn's ihr mir macht, gell? Habt ihr eine Ahnung, was die da drin machen? Top Secret. Staatsgeheimnis.
geschenkt tut mir auch nichts. Ich hab ja auch was davor gehängt, ja. Und schaust das fertig jetzt raus, wir haben's. So eine Unverschämtheit, Herr. Hätte einfach was davor. Das Gleiche hat mein Mann bei mir einmal gemacht. Obwohl sie es gar nicht braucht. Attention, Ladies, come on. Hier haben wir Cigarettes, Marshmallows, Coffee, Donuts, Chocolate, yes, sir, Chewing Gum and for the ladies, Nylons und for the men, Whiskey. Oh, danke, Ben, also du bist einfach great. Mein Mr. Ben, das ist aber nett von Erna. Ja, das ist sehr nett von Erna. Don't be sad. That's for you, Mrs. Glockshuber. Mein Danke. Sind da auch Nylons drin? Of course. Mein Nylons. Thank you, Mr. Ben. No problem. Aber Ben, warum machst denn du das eigentlich? Well, Benjamin Franklin gibt die Hoffnung nie auf. Oh, it's late. Musst du schon gehen? Well, ich gehe mit ein paar Kumpels in die Bar. Am Heiligen Abend? Yes, wir Americans feiern erst morgen Christmas. Ach so? Ja, aber dann könnten sie ja eigentlich bei uns bleiben. Ja, Ben, was ist? Bleibst da. Und später gehen wir alle miteinander in Christmas. Das würde ich sehr, sehr gerne. Na also, das ist schön, dass Sie da bleiben. I am nämlich auch da. Really? Ja, really. Die Frau Hartmann, sie, da war so nett und hat mich eingeladen. Hmm. Really? Yes, very really. Ich bringe auch was mit. 2 Flaschen Wine and a 3 Herz. Geräuchertes. Geräuchertes. Oh, yes. Hab ich schon lange nicht mehr gegessen. Das letzte Mal at home. Yes? My daddy mag auch immer dieses Fleisch. Wir kommen aus Franken. Really? Very really. Oh, was ist das für eine große Versammlung hier? Ihr wartet alle auf Christkindl, da? Da ist er ja! Du hast uns schon direkt gefällt. Oh, ich habe dir gefällt? Das tut mir leid, Schirr. Wo warst denn du so lang? Hallo, wie Papi hat geschnitten die Äste von den Bäumen. Ich habe mich gedacht, wir brauchen noch 2 Dinge. Erstens, eine Instrument. Ein Zier? A what? A Gretchen. Akkordeon. Yes, hab ich auch immer gespielt als Kind. Und für morgen, Madame. A Horse? Wo hast du den her? Ist mir gesprungen, direkt von die Stall in meine Rucksack. Und die Zier? Ich weiß nicht. Die war schon vorher auf meine Bucke. Also mein Lieber, du, die willst du mal erwischen. Oh, wieso? Schließlich bin ich Siegermachte, wie Ben. Und wir lassen uns nicht erwischen, right? Quite right. Mei, da wird er schauen. Alois? Alois? Was ist denn? Ich muss da mal in die Küche. Geht nicht, wir sind noch nicht fertig. Ach, das ist aber schade. Ich hab nämlich da unseren Weihnachtsbraten. Und wenn ich nicht in die Küche kann, dann zieh ich schwarz für morgen. Was hast du? Ein Braten. Wo? Da. Feigrot. Oh. Und wo ist dein Baum? Herr Probst, jetzt pressiert's. Schau, du bist ein Engel. Du darfst schon mal die Teller verteilen, gell, Pauline? Ja, wie sind wir denn, Mama? Mit dem Ben sind wir 7. Gut, dann schauen wir gleich einmal. Oh, come on, ich helfe mit. Oh,
Tannenbaum, gut halten. Ja, was ist denn? Komm, komm, komm. Was war jetzt das? Du, Schan, kannst denn du das überhaupt spielen? Schön, diese Paar, ich habe zu Hause gespielt ein bisschen Piano, ich muss probieren, ne? So ein Drumhaus. Kennst du Süßer die Glocken? No. Und Heitschi Bum Beitschi? Heitschi Bum, was? Aber Heitschi Bum Beitschi Bum Bum. No. Aber Stille Nacht kennst du schon, oder? Aber ich sante nur ihn, naturellement, hein? Platz da für den Baum. War das mein Besen? Ruhe, Herr Probst. Hast du mein Besen zusammengeschnitten? Ja, und Lecher reinbohrt. Warum fällt mir der Baum nicht? So einen Graten haben wir noch nie gehabt. Ja, schon, aber nach dem Feiertag, da krieg ich einen neuen Stil, gell? Alles, was du willst, mein Erzblatte. Ja, was ist jetzt? Da wird der Baum heuer nicht geschmückt. Oh, okay, Kollege. Komm an, ich helfe mit. Oh, na, bitte. Das kannst du nicht so hier, Junge. Das gehört doch aufbügelt, das Salametta. Geh, Papa, ich hab's aber bügelt. Du, Papa, schau mal. Schau mal, was dir der Ben mitgebracht hat. Für dich? Wow, ein Whisky! Oh, thank you very much, Mr. Ben, thank you. Ich hab leider nichts für Sie. Never mind, it's okay. Oh, halt, nein. Natürlich hab ich was für Sie. What? Eine echte Antiquität. Oh, antique. Yes, that's an old maid tafel from King Louis. Ja. Da wird schon drüben in Amerika. Oh, how wonderful. Du, Papa, der Ben, der bleibt heute Abend da, ja? Wirklich? Yes, sir. Ihre Frau war so nett, mich einzuladen. Ja, natürlich bleibt er da. Geschand, du hast doch das verkehrt in der Hand. Oh, ich glaube, Sie haben recht. Ja. Pauline. Da waren jetzt die Platzl, die kannst du mir austeilen, gell? Mach ich, Mama. Also, alles? Ich hätte da wirklich nicht zutraut, dass du heuer so einen schönen Baum daherbringst. Du hast mich direkt verblüfft. Ja, aber du mich auch. Sag mal, wo hast du den Hasen her? Ich habe da so meine Bezugsquellen. Aha, das hätte man ja denken können, gell? So, fertig. Oh, klasse. Du, das war eins von meinen. Jetzt nicht mehr. Dann nehme ich mal eins von dir. Na, hör auf, das verbiete ich dir. Ha, du hast mir gar nichts zu verbieten. Aber schließlich bin ich Siegermacht. Ja, ne? Ja. No. Lass mal auch eins probieren. No. Na, bloß eines. Nein, probieren können wir keines. Ihr seid ja sowas von gemein. Ladies and Gentlemen, der Baum ist fertig. Wunderbar. Mein ist der Schiff. Wirklich schön. Well, Franz und ich haben uns gegeben große Mühe. So, Papa, das ist wirklich ein wunderschöner Baum. Gell? Und so gerade gewachsen, gell? So, dann waren wir jetzt soweit, oder? Ja. Immer. Ich hab für heuer kein Geschenk für dich. Okay, ich doch auch nicht für dich. Wir sind doch alle nur froh, dass endlich wieder Weihnachten ist. Und Frieden. Ja, Weihnachten. Ja, dann ziehen wir uns um. Oui, Papi. Ich leite dann, wenn das Christkindl kommt, gell? Ist recht. Well, Franz und ich bleiben hier und halten die Stellung. Und ich bring dann nur das Kreicherti und den Wein. Ja. Ja, dann
Dann packen wir's. Ja, alles. Wir können das jetzt noch sein, he? Komm, Pauline, schau mal nach. Was ist denn? Du bist ja direkt pünktlich. Thank you.